Dann erzählte mir in einer Nacht plötzlich, was er mal alles tun würde, dass tausende Leute zu ihm kämen, dass er heilen würde, dass Wissenschaftler kämen. Und dann habe ich so langsam meine Bedenken gekriegt. Da bin ich losgelaufen und habe Bocksprünge gemacht, wie man so sagte früher. Also haben immer gesagt, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ne? Und habe dann versucht, meinen Arm, der vorher so stand, seit Jahren gerade zu machen. Und er wurde gerade. Und habe dann nur geschrien, er lässt sich bewegen, er lässt sich bewegen. Dann hat er nochmal gesagt, die Hände ausgebreitet, steht auf, ihr Gelähmten, ihr könnt gehen. Und dann sind sie aufgestanden. Ich war fassungslos, wo ich das gesehen habe. Die Tränen rollten, aber nicht nur von mir, auch von anderen. Wenn Sie dann gesehen haben, dass die Leute dann aufstanden, wenn Gröning mit ihnen gesprochen hatte, oder nur, dass er oben stand, und wenn er dann sagte, jetzt stehen Sie auf, und die Leute standen auf. Oder Leute, die an Krücken gingen, die Krücken wegwarfen und liefen, dann kann man solchen Menschen nicht mehr als Scharlatan betrachten. Als Dankeschön habe ich ihnen so Fressalien, so was zu essen hingestellt. Er kriegt ja jeden Tag säckeweise Post an der Straße. Sie standen an seinem Eingang und da habe ich das dann daneben gestellt: Kaffee und Butter und Wurst. Und so weiter. In Rosenheim mit dem Zug angekommen, wir steigen aus. Ich wusste nicht, wo Gröning ist, wo der sogenannte Grabhof von dem geschrieben war, sein sollte. Keine Ahnung von nichts. Ich wusste auch nicht, ob Gröning da ist. Und wenn wir vom Bahnhof rausgehen, sehen wir dann, wie die vielen Menschen mit Stöcke oder mit Krücken in eine bestimmte Richtung gelaufen sind. Dann habe ich zum Kameraden gesagt, du, da müssen wir auch hingehen. Wenn man auf dem Balkon stand, dann sah man nur Menschen. Es wimmelte von Menschen. Unvorstellbar. Diese Fülle. Ich sage, es war schwer, überhaupt an das Haus hinzukommen. Gröning kam zur Tür raus, auf den Balkon, stützte sich aufs Balkongeländer, hat sich so mit beiden Armen so aufgestützt, so breitspurig, wie man sagt. Aber für mich ist das Bild nicht mehr wegzudenken. Und man war wirklich ganz still. Man hätte eine Stecknadel fallen gehört. So ist diesen vielen Menschen da hier. Es war schon unvorstellbar. Ich hatte den Eindruck, wie er auf dem Balkon stand, er war sich seiner Sendung bewusst. Das gab ihm die Stärke und die Ausstrahlung. Er hatte nicht viel, er hat schon einiges geredet. Aber das Wichtigste, was er für meine Ohren gesagt hat, war: An Gott müsst ihr glauben. Und mir sollt ihr vertrauen. Ich bin nicht dazu da, große Reden zu halten, sondern zu helfen und Heilung zu vermitteln. Denken Sie nicht an Ihre Leiden. Beobachten Sie Ihren Körper. Stellen Sie sich die Frage, was geht in meinem Körper vor?
Was ich gesehen habe, das waren die Rollstuhlfahrer. Und da ist also eine ziemlich große Anzahl, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, tatsächlich der Aufforderung Grönings gefolgt und sind aus den Rollstuhl aufgestanden und haben den Rollstuhl selbst geschoben. Das habe ich gesehen. Wir hatten damals eben die Aufgabe, über eine Rosenheimer Zeitung da am Traberhof über Herrn Gröning völlig neutral zu berichten und einfach nur zu beobachten, was sich da so tat. Und im Laufe dieser beiden Tage kam dann irgendwann am zweiten Tag plötzlich die Weisung, doch etwas skeptischer respektive sogar negativ zu berichten. Das Gros der Ärzte war natürlich nicht glücklich bei dem Gedanken, so kann man es auch ausdrücken, dass es jetzt jemand geben soll, der bloß jemand anschaut und sagt, du bist geheilt. Die haben dann gesagt, der entweder spinnt er oder er ist ein Lügner. Er hat weder gesponnen noch gelogen. Ich erlebte, das war in Wangerow, dass da ein Lehrer ankam, ganz mühselig mit dem Spazierstock. Und der kam auf Gröning zu. Und Gröning sprach irgendwas zu ihm, nahm seinen Handstock. Und was mich eben damals in Erstaunen versetzte, er streckte seinen einen Arm aus mit dem rechten und zerschlug den Stock auf seinem Arm und sagte zu dem Lehrer, den brauchen Sie nicht mehr. Und dann hat er bloß die Hände genommen, über mich gestrichen und hat meine Mutter gesagt, gehen Sie beruhigt nach Hause, Ihr Kind ist gesund und lassen das nach 14 Tagen vom Hausarzt kontrollieren. Und wir sind nach Hause gegangen und ich habe zum ersten Mal die Nacht durchgeschlafen. Den ganzen Nachmittag, soll ich noch nächsten bis nachmittags geschlafen haben, ohne überhaupt meine Arme zu bewegen, zu kratzen. Ja, nach 14 Tagen ist meine Mutter mit mir zum Hausarzt hin und der konnte es bestätigen, es war weg. Es war wirklich weg. Ich habe den am nächsten Tag, fuhr er mit demselben Zug wieder nach zurück. Ich glaube, der fuhr nach Aurich, ich weiß nicht. Und zwei Waggons weiter saß, sah ich plötzlich den Lehrer sitzen. Ich ging natürlich auf ihn zu, sagte er, Freund, wie geht's Ihnen denn jetzt? Prima, sagte er. Alles weg. Der konnte prima gehen, keine Rückenschmerzen, alles großartig. Andern Tag kam der Arzt wieder, kam ja jeden Tag und die Krankenschwester. Und schauten, der Arzt, tut das Bett weg, setzte sich hin. Frau Graf, dass sich die Krankheit so mit einem Male bricht, das habe ich noch nicht mitgemacht. In etwa. Ja, und so waren wir überglücklich und meine Mutter hat noch 20 Jahre gesund gelebt.
Er besaß ja überhaupt kein Geld. Und er brauchte auch oft den Ausdruck, Geld ist der Teufel. Nicht wahr? Also er hatte eine ablehnende Haltung dem Geld gegenüber. Und uns war es auch strengstens verboten, Geld anzunehmen, auch nicht für ihn. Was man ihm da so andichtete, das ist ja auch Honorare nicht verachtete, ging meines Erachtens zu weit. Denn er hat eigentlich nie Geld genommen, nicht wahr? So, das war mehr seine Umgebung, die darauf achtete. Und schade, dass man das manches ihm dann anlastete, was also gar nicht den Tatsachen entsprach. Er war selbst sehr bescheiden, genügsam. Und da erlebte ich was Interessantes. Da hat er plötzlich uns gezeigt, wie viel Geld er hat. Da hat er herumgekraust, ein bisschen so. Da hat er 37 Pfennig auf den Tisch gelegt. Das war seine Habe. Ich habe auch nie gesehen, dass er je ein Geld angenommen hat. Wir verlegten verschiedene überall Geld hin. Und er hat ein paar Mal gebeten, nehmen Sie das Geld, und dann nahmen Sie das Geld nicht. Dann nahm Herr Gröning das Geld, sammelt es ein und steckt es einer Frau in eine Tasche. Und wie sich das später hin, das war eine ganz arme Kriegerwitwe, die Herr Gröning das Geld gegeben hat. Und die konnte sich ja nicht mehr fassen, dass sowas noch gibt. Es war an ihm aber alles einfach, verstehen Sie? Das war seine Größe, seine Einfachheit war seine Größe. Obgleich er sich dessen bewusst oder nicht bewusst war, er war es einfach. Und das ist das Schöne an ihm gewesen. Er hat nie geprahlt oder so. Nein, habe ich nicht gehört. Herr Gröning hat wieder eine Anklageschrift erwartet und wollte, dass mein Mann sie lesen sollte. Mein Mann war derzeit Richter in Bad Kissingen am Amtsgericht. Er gab meinem Mann die Anklageschrift in die Hand und sagte, ich bin weder Heilpraktiker noch irgendwas, ich gebe keine Medikamente und verlange auch kein Geld. Mein Mann las es und sagte, ich verstehe nicht, weshalb Sie angeklagt sind. Man hatte als Laie das Gefühl, als ob dieser Gröning eben verurteilt werden sollte. Wie ich ihn erlebt habe im Justizpalast, vollkommen ruhig. Er hatte ja recht. Er hatte nichts Böses getan. Und seine Gelassenheit, die ich zu spüren bekam, ging ja zu ihm hin. Und er hat nur gesagt, es wird nichts, er wollte mich beruhigen, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Er war so empört und sagte dann ganz traurig, wenn ein Mensch auf dieser Erde was Gutes tut, dafür wird er bestraft. So ist das hier. Als Bruno Gröning das letzte Mal in Klagenfurt war, da hatte ich
das Glück und die Gelegenheit, neben ihm zu sitzen. Und auf einmal sagte er, er krümmt sich so ein bisschen und sagte, ach Maria, ich habe solche Schmerzen. Und ich sagte, mein Gott, warum denn? Dann hat er gesagt, nein, es ist schon wieder vorüber. Aber er hat noch sehr schlecht ausgeschaut dabei und er war sehr ernst und traurig. Er hat gesagt, die Menschen schnüren mir die Gurgel zu, weil ich nicht mehr heilen darf. Und kurz vor seinem Tod, da hat er das auch gesagt, er verbrennt innerlich, weil er nicht mehr heilen darf. Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen? Zum Aufruf kommt die Strafsache gegen Herrn Bruno Gröning wegen Vergehen der unerlaubten Ausübung der Heilkunde. Gesagt, wortwörtlich, die Menschen wissen gar nicht, wie sie mich bekämpfen, was für Gnade sie haben, mich zu haben, und jetzt haben sie mich bald nicht mehr. Und dann sagt er das wichtige Wort. Sterben müssen alle Menschen. Ich werde auch sterben. Den Körper wird mir in die Erde legen, aber ich werde nicht tot sein. Und wer mich dann rufen wird, komme ich und helfe weiter. Und wenn es soweit sein wird, dann wird jeder aus sich selbst die Hilfe und Heilung erlangen. Thank you.
Dann erzählte mir in einer Nacht plötzlich, was er mal alles tun würde, dass tausende Leute zu ihm kämen.